Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Gestern hatte ich das Intro vergessen, ne? Schande über mich. Deswegen... Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Ihr fragt euch, Dennis, wieso kommt jetzt kein FIFA Mobile? Warum hältst du ein Glücksrad in die Kamera? Ich werde jetzt einmal dran spinnen. Ihr werdet gleich erfahren, wieso, weshalb, warum. Es ist die 3. Glücksrad stelle ich mal beiseite. Leute, wir haben die 3. Bedeutet, wir werden heute eine Challenge machen. Die 3, die hat noch eine ganz besondere Rolle. Werde ich euch gleich erzählen, aber erstmal... Machen wir mal ganz kurz das Chronologische. Vorteilspunkte, wie viel habe ich da? Übrigens, Donnerstag-Livestream bleibt so wie es ist, weil Donnerstag kommt das Tots. Ich wollte ja eigentlich Freitag auch noch streamen. Ich denke mal, ich werde Freitag den Stream raushauen. Oder ich mache den Stream anstatt Freitag, mache ich den Samstagvormittag. Könnt ihr gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Lieber Freitag Nachmittag, 15, 16 Uhr oder lieber Samstagvormittag, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, je nachdem, was ihr da am liebsten möchtet. Warum? Hintergrund, das Play-of-the-Month-Turnier wurde verschoben, das gibt es jetzt nicht am Donnerstag oder Freitag, sondern das kommt erst am Montag. EA, danke dafür. Sie haben aber geschrieben, sie möchten die ganzen Hacker, die ganzen Cheater bannen. Mal gucken, ob sie es hinbekommen. Auf jeden Fall gibt es Donnerstag das Tots und ich habe Bock drauf und ja... Let's go. Erstmal plus 1 würde ich sagen, Leute. Plus 1. Zack. Somit haben wir die 127er Gesamtbewertung, Leute. 127, das ist schon, ja, nicht verkehrt, ne? Nicht verkehrt. Golden Week. Da schauen wir natürlich auch nochmal ganz easy peasy rein. Liebesfilm. Welche Belohnungen gibt es heute? Einen Morioka 80, ja, ich habe halt noch so viele Liebesflaschen, die ich eigentlich gar nicht alle öffnen möchte für diese Belohnungen. Wann kommt denn endlich wieder ein Meisterspieler? Ein schöner 90-Plus-Spieler, da hätte ich Lust drauf. Weil für so eine 89er-Karte, ja klar, könnte man ausgeben, aber das Event läuft ja jetzt noch. 7 Tage, da warte ich mal lieber noch, Leute. Da warte ich noch. Und wenn dann ein 90er kommt, ne, dann ist es mit 80 Euro gut bezahlt, der Kollege, ne. 80 Euro. Ludwig, das Ding ist fritte. Was willst du denn da bezahlen? Das Ding ist abgesehen. Okay, wir kommen zu der 3, die ich am Anfang erst spinnt hatte. Wir werden heute eine Glücksrad-Tots-Discard-Challenge machen. No joke, true story. Also, bedeutet, ich habe gerade die 3 gespinnt. Ich werde jetzt gleich auf den Transfermarkt gehen. Ich werde da 85 plus einstellen. Bundesliga, werde mir dann den 3. Spieler kaufen. Wieso? Weil das Glücksrad die 3 erst spinnt hat. Wenn ich in 2 Spielen keine... In 2 Spielen 14 Tore, ich denke mal, das ist so aus den letzten 2 Challenges ein gutes Mittelmaß. 14 Tore in 2 Spielen. Mit dem spinnenden Spieler. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Michael. Er hat mir so eine Art Challenge vorgeschlagen. Er meinte, dass ich soll das mit Siri machen, aber da ich ja hier mein iPhone halt benutze für FIFA Mobile, kann ich halt Siri nicht fragen. Deswegen habe ich einfach ein Glücksrad genommen. Und das Glücksrad könnten wir auch mal hier und da mal ein bisschen für FIFA Mobile einbinden, würde ich sagen. Übrigens an alle VIPs, die jetzt noch nicht in der Gruppe sind, in der WhatsApp-Gruppe. Also ich muss auch mal sagen, ne? Kuss geht an alle raus, die in der Gruppe sind und alle verhalten sich normal. Wir haben natürlich bestimmte Regeln. Wer sich gegen die Regeln, wer die Regeln bricht, sage ich mal, wird direkt rausgeschmissen. Da sind wir auch, sage ich mal, hart mit unserem Mod-Team. Genau, also finde ich aber gut, dass sich alle wirklich so gut verhalten. Kuss geht raus an alle, die dabei sind. Ihr fühlt euch sicherlich jetzt alle angesprochen. So, wir gehen auf den Transfermarkt. Oh ja, Luke Barke wird direkt angezeigt. Wir machen heute 85. Und wir machen natürlich Bundesliga und wir nehmen den 3. Spieler. Wenn es jetzt ein Spieler ist, der 10 Millionen kostet oder so, dann kann ich mir ihn halt nicht leisten. Ich habe nur 4. Komm, Abfahrt. Und die Bestrafung ist natürlich, ich werde meine allererste Tots-Karte, die ich bekomme, muss ich für einen geringen Preis verkaufen bzw. abstoßen. Ich trainiere den einfach in den Goldspieler rein,
und dann ist er weg. Oder irgendwie so mache ich's, Leute. Irgendwie so mache ich's. Und dann verkaufe ich die Goldkarte wieder regulär auf dem Transfermarkt und dann habe ich ja den Spieler quasi abgestoßen. Weil wenn man die Goldkarte dann auf dem Transfermarkt anbietet, dann ist ja der Bonus weg. Der Bonus, der trainierte Bonus von der Tots-Karte, wisst ihr? So werde ich es machen. Abfahrt, dritte Karte, sei ein guter Spieler, es ist Sabitzer. Marcel Sabitzer, ich habe Stürmer nicht eingestellt, ich Trottel. Sag ja Eier, wir brauchen Eier. Das Ganze nochmal, natürlich Stürmer. Ah, lost. Leute, lost. Alle, die jetzt hier gerade live bei der Premiere dabei sind, lost in den Chat. Lost in den Chat. Stürmer, so. Jetzt aber. Nummer 3. Sabitzer kann es nicht sein. Er ist ZOM. Es ist John Córdoba. Er ist eigentlich gar nicht so die schlechte Karte, ne? Die verkehrte Karte. John Córdoba. Okay. Er ist, glaube ich, sogar... Also, er ist schnell, deswegen ist der in Ordnung. Córdoba. Gucken, wie... Der billigste ist, oh, 300k gerade mal, 360k für so einen 89er Córdoba, das ist schon, ja, schon ein Schnapperchen, gibt's ihn für 300, Alter, noch günstiger, aber das war's dann auch, ne, unter, ne, komm, wir nehmen den jetzt einfach mit für 312k und der wird jetzt bei uns im Sturm stehen, der ist nicht schlecht, zwei Spiele, zweimal versus Angriff, 14 Tore, ich hoffe, ich schaff's. Einen guten Skillboost. Ja, die Stats sind auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Also es kann was werden. 126er Team durch das Downgrade. Egal. Zwei versus Angriffsspiele. Ab jetzt würde es keinen Cut mehr geben, weil ansonsten sagt ihr wieder, boah, Fake. Er hat so lange gespielt, bis ich die 14 Tore hatte oder irgendwie sowas. Nein, wird es nicht geben, Leute. Fake. Fakes gibt es hier nicht bei mir. Abfahrt. Erstes Spiel. Und wir schauen rein. 14 Tore mit John Córdoba in zwei Spielen. Der erste Gegner hat 116, das spielt mir in die Karten. Er hat sogar einen Nester, ja moin, läuft bei dem David. John Córdoba, vollkommen egal, was ich hier rumlaber. John Córdoba, erstes Tor. Und da unten ist er. John Córdoba, sein zweites Tor, ihr Abfahrt. Komm. John Córdoba am Spielen. John Córdoba, er läuft bei ihm, Junge. Drittes Tor. Da oben ist er. John Córdoba, wie gut läuft das hier gerade bitte an. 4 Tore nach 30 Sekunden. Die nächste Chance kann er leider nicht verwerten, aber er kann ja nicht alle Chancen reinhauen. Ab nach oben, John Córdoba, sein fünftes Tor. Er hat bis jetzt alle Tore gemacht. Ich glaub's nicht, der Pass war nicht so lecker. So, da ist er wieder, das muss er machen, den muss er reinhauen, denn sein sechstes Tor! Abfahrt! Komm, wichtig, muss, ja, er geht rein, 7 Tore hat er! 7 Tore! Oh Leute, das war so glücklich, dass ich, oh, 8 Tore! Er hat alle Tore gemacht, es ist so verdammt glücklich, dass ich hier einen 116er Gegner als ersten Gegner bekomme, ne? No joke, true story. Nein. Nein, das wäre geil gewesen. Noch ein 9. Tor mit ihm. Oh. Seitvollzieher von ihm. Jetzt legt er los hier. Ich glaube, ich sollte John Córdoba immer spielen. So ein Ding ist das. Und 9. Tor. 9 Tore von John Córdoba. Dafür kann man hier mal die Faust in die Facecam reinhauen. Also alle VIPs, die gerade da sind und gerade live dabei sind. Es gibt ja einen Faust in die Facecam Emoji. Haut mal raus hier. Haut mal raus. 9 Tore nach dem ersten Spiel. Holy shit. Wir könnten das rein theoretisch mit der Tots Challenge morgen nochmal wiederholen. Schreibt mir gerne eure Vorschläge unten rein, weil Donnerstag kommt das Tots. Morgen ist Mittwoch, ne? Ja, morgen ist Mittwoch. Ich hatte halt übrigens um 15 Uhr Mittag gegessen. Und wieso... Leute, mein FIFA... Hä? Leute, mein FIFA Mobile ist abgestürzt. It's no joke, true story. Ihr seht ja hier die Siege... Und ich kann ja euch auch die letzten Spiele hier zeigen. Nicht, dass ihr sagt, es ist fake. Ich kann hier nicht weiter nach oben scrollen. Ich wisch nach oben. Es geht nicht weiter. 9:3 hatte ich jetzt eben gegen David gewonnen. Also im zweiten Spiel muss ich jetzt 6 Tore machen mit John Córdoba, um die Challenge zu schaffen. Wieso FIFA Mobile abgestürzt ist, keine Ahnung. Mein iPhone spinnt. So. Let's go. Let's go. 127. Ernsthaft?
Och nö, 6 Tore muss ich machen, 6 klitzekleine Türchen. Das muss doch wohl machbar sein. Aber gegen einen deutlich stärkeren Gegner, das ist halt so die Frage. Wie viele gute Chancen bekommt man? Oh, nein, 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 nein. Komm, 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 John Cordobichen, erstes Türchen. Nein. Nein, 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 nein. Ich ahne Böses. Da ist Böses im Busch. Da ist Böses im Busch. Da ist Böses im Busch. Das gibt's doch nicht. Ernst, Mann, ich will keinen Freistoß mit Roberto Carlos. Oh, Cordoba. Oh, Mann, spring doch hoch. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Mann. Ich habe mich schon als sicherer Sieger gefühlt hier. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt verkacke ich das Ganze noch, oder was? 4 Tore muss er jetzt noch machen. 4 Tore von John Cordoba. 3 Tore von John Cordoba. Ja. Nein, lauf doch schneller! Ne, jetzt habe ich verkackt, oder? 15, es ist noch machbar? Ja, komm, 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 komm. Jawohl, 2 Tore. Nein. Na, ja, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. 13 Tore. Mann. Nein. Leute, wir müssen Donnerstag im Livestream dafür sorgen, dass wir eine schlechte Totzkarte bekommen, dass ich die dann abstoße. Ich sag's euch so, wie es ist. Mann, das ist doch unfassbar, Alter. Es ist unfassbar. Ich hab mich schon nach den 9 Toren gefühlt wie der sichere Sieger. Wahrscheinlich habt ihr gedacht, oh, der schafft es. Und dann verkacke ich das 2. Spiel. Mann, das kann doch nicht sein, Alter. Ich werde mir jetzt einfach was Schönes bestellen. Nämlich so einen schönen gekauften Spieß. Und das war's dann mit der heutigen Folge, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein und tschüssikowski.